Hey Leute, was geht ab? Hier ist wieder Viktor und ich zeige euch heute ein Bild, was ich bearbeitet habe. Das sieht so aus und danach schaut das Ganze so aus. Oh mein Gott! Viel Spaß! Huh. Also, das ist im Endeffekt jetzt das Bild, was der Yannick uns geschickt hat. Super geil, finde ich. Und ich werde mich jetzt daran machen, um das Ganze zu bearbeiten. Ich gucke immer wieder runter, weil hier mein Bildschirm steht und das sieht nämlich ein bisschen weird aus. Okay, dann öffnen wir das Ganze mal in... Es ist auch mit der A7 II fotografiert worden. Und ich weiß nicht, wo er da unterwegs war, aber es ist, sieht ganz spannend aus. Ich habe jetzt auch meinen Bildschirm ein bisschen anders gemacht, damit das besser für die Aufnahme aussieht. Ist trotzdem alles noch in 4K, also in 4K, ziemlich nice. Und ja, das ist das Bild. Ich gucke erstmal, weil das ist, sollte, glaube ich, hier von der Größe her nämlich ganz ausgefüllt sein, weil ich möchte, dass er nämlich auch ganz zu sehen ist. Ich weiß nicht, ob das der Yannick ist, aber es ist Yannick sein Bild. Deswegen erstmal danke, Yannick, dass du mir dein Bild geschickt hast und danke, dass ich das verwenden kann. Und wir bearbeiten das jetzt einfach, wie ich das jetzt machen würde. Ich würde erstmal gucken, ob der Weißabgleich stimmt. Ich würde das Ganze ein bisschen mehr vielleicht ins Orangene drücken, aber das können wir auch später in Photoshop machen. Nichtsdestotrotz müssen wir uns beeilen, weil ich muss hier auch immer wieder auf diese Uhr gucken. 2 Minuten sind schon vergangen. Ich muss auch auf diese Uhr gucken, weil ich darf nicht länger als 20 Minuten aufnehmen. So, gut. Dann würde ich gucken, dass ich hier diese bisschen die Lichter so ein bisschen droppe, Schatten ein bisschen heller mache. Und jetzt gucken wir mal, was wir da überhaupt... ja, wir gucken mal, dass wir hier ein bisschen das Rauschen rausnehmen und das Ganze vielleicht ein bisschen schärfen. So. Genau. So, ist nämlich ein super geiles Bild. Ich weiß nicht, ob es gelevelt ist. Sprich, ob das halt... die Horizontalachse sieht so aus, als ob, aber durch diese Berge hier, ne, kommt der Anschein, dass es irgendwie vielleicht ein bisschen verschoben ist. Deswegen tun wir das Ganze mal ein bisschen leveln. So. Upsala. Ich möchte aber nicht zu viel von ihm wegschneiden. So vielleicht. Genau. Jetzt gucken wir mal, gehen wir mal in meine Lieblingseinstellung. Das ist die Kalibrierung. Übrigens, er hat das Bild mit einem 35mm Objektiv geschossen auf Blende 5.6 und mit einem 1/160 Sekunde. So, ich mache das immer ganz gerne, dass ich, weil es natürlich sehr, sehr viel Orange und sehr viel Grün reinkommt, da möchte ich gerne, dass das noch ein bisschen, sag ich mal, gepuncht wird, also richtiger Punch drin ist. Dann probiere ich ein bisschen was mit dem Rot hier aus. Ich gucke, inwieweit ich das hier, natürlich, das ist jetzt natürlich, sieht natürlich aus wie Green Lantern hier auf dem Planeten von Green Lantern. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Aber ich möchte das Ganze eher so, weil es ist, die Sonne sitzt schon ziemlich, ziemlich tief. Das sieht man hier an diesen Strahlen hier. Und ich möchte das mehr so golden light mäßig, also goldenes Licht mäßig so ein bisschen machen, ne? Jetzt gucken wir mal, was wir hier bei der Sättigung alles noch rausholen können. Es muss ein bisschen subtiler alles sein. Man sieht jetzt hier auch, wenn man jetzt hier rumdreht, da sieht man halt einfach, dass das Objektiv ein bisschen entweder halt dreckig ist oder dass der Lichteinfall so krass ist, dass das eine Lichtstreuung ist. Genau. So, da geht natürlich super, wenn da so ein Lichtschein hier drin ist, da geht super viel Info verloren. Dafür sieht es natürlich halt extrem geil aus. Man kann natürlich jetzt hier mit Dunst entfernen. Wenn wir jetzt Dunst entfernen, dann kommt hier diese ganze Struktur hier raus. Wenn wir jetzt Dunst entfernen, dann sieht man, was da alles an Bildinformationen drin ist. Vielleicht machen wir das ein bisschen und ein bisschen Klarheit rein. So, damit das wirkt das Bild jetzt ein bisschen zu dunkel für mich, in mein Geschmack. So,
Und schon haben wir die RAW-Bearbeitung eigentlich so gut wie fertig. Vielleicht gehen wir noch in die Blautöne rein und machen das Ganze so ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr bläulicher. So ein bisschen weniger hier aus der Sättigung. Gehe ich ein bisschen raus, vielleicht ein bisschen mehr Dynamik rein. Vielleicht so. So, und jetzt öffne ich das und arbeite weiter an Photoshop. Ich hoffe, ihr habt hier, das sage ich, ich wiederhole es nochmal. Ich habe das im letzten Video schon wiederholt, bei dem Porsche-Video. Dass ihr hier, hoffe ich, die 16-Bit eingeschaltet habt und dieses Smart-Objekt gemacht habt. Weil das ist wichtig. Sonst könnt ihr nicht hier im 16-Bit arbeiten. Ich zeige euch das mal, wenn ich jetzt... Im Bild, bei Modus, seht ihr hier 16-Bit. So, wenn ihr das im 8-Bit öffnet, dann habt ihr das im 8-Bit geöffnet und dann verändert ihr die Sachen, aber es sind halt bloß 8-Bit. Ich muss jedes Mal auf diesen Bildschirm da unten gucken und das, glaube ich, ist nicht so gut. Okay, ja, also das sieht schon nämlich ziemlich nice aus. Wir duplizieren das Ganze jetzt einfach mal, neues Smart-Objekt durch Kopie, damit ich euch einfach mal vorher, nachher einfach auch mal zeigen kann, was man schon mal mit Camera Raw machen kann. So, Camera Raw Standards zurücksetzen. So, so wurde das Bild geschossen. Boom. Und Camera Raw kommt das raus. Boom. Hä? Mega geil. Richtig geil. So, das tun wir hier. Dann kann ich hier dazu schreiben. Before. Okay. So, das ist Raw. Okay. Jetzt dupliziere ich das wieder und jetzt raste ich, um einfach es zu säubern. Warum säubern? Weil ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich möchte in meinem Bild keine Flugzeuge hier drin haben. Flugzeuge alle weg. So. Dann, das war es eigentlich schon mit der Säuberung. Ich meine, so viel sieht da jetzt... sieht man jetzt nicht, dass man irgendwie säubern muss. Man hat hier, ich sehe es jetzt gerade, ich habe hier ganz leicht so einen Regenbogen. Und das finde ich eigentlich richtig geil, wenn da so ein Regenbogen drin ist. Wir machen jetzt Folgendes. Wir machen jetzt nochmal so einen künstlichen Regenbogen hier rein. Genau, ich habe hier in meinem Archiv zum Beispiel so Light Leaks oder Lens Flares. Das ist immer ganz geil, kann man immer benutzen. Und da hat man hier auch immer solche Regenbogeneffekte drin. Wie hier zum Beispiel. Einfach von der Sonne so ein Regenbogeneffekt, der auch noch mit irgendwie da mit drin ist. Und das finde ich eigentlich ganz nice, weil das gibt dem Ganzen so ein bisschen Happiness. Janik, du brauchst Happiness, oder? So, dann packe ich das hier rein in Photoshop. Und dann, ich raste das jetzt eben auch, weil dann ist er ein bisschen schneller. Und dann mache ich das Ganze, gucke ich, dass ich das Ganze so negativ multipliziere. So. Jetzt haben wir da so eine künstliche Sonne mit drin, ne? Natürlich muss ich die dahin tun, wo halt auch die andere Sonne ist, damit das so ein bisschen verstärkt wird. So. Machen wir das ein bisschen größer. So vielleicht. Boom. Man hat die Sonne da drin. Man hat jetzt hier auch nochmal so ein paar Lensflares, die eigentlich, hoppala, die eigentlich ganz nice sind. Ne? Das sind nur ganz subtile Sachen, aber auf die kommt es ja auch meistens an. So. Ich schalte jetzt mal unsere Sonne mal kurz aus. Hier auf das Auge, dann kann man das, die Sonne hier einfach ausmachen. Und jetzt gehe ich auf mein Auswahlwerkzeug und nehme diese Ellipse. Und dann ziehe ich diese Ellipse hier so ungefähr bei der Sonne so ungefähr hin. So, so passt das. Und dann gehe ich auf Korrektur hinzufügen und ich nehme Gravitationskurven, also die Kurven allgemein. Und mache es dunkler, weil ich gerne halt einfach... pass mal auf, das ist nämlich ganz geil, weil wir lassen ihn auch nochmal irgendwie... heller erscheinen. Also wir nehmen das alles noch mit, so. So, Fläche füllen, das in weiß. So, dann ist das mit dabei. Also das da, das da, das sieht man ja hier. Hier bei den Kurven sieht man das, wie das mit dabei ist. Und diese Maske drehe ich jetzt um. Boom. Ne? Maske umgedreht. Ihr seht, schwarz, weiß. Alles, was weiß ist, ist sichtbar. Alles, was schwarz ist, ist unsichtbar. Oder andersrum. Ich glaube andersrum. Genau, da mache ich jetzt auch so eine ganz subtile, weiche Maske. Also so weich wie es geht. So
extrem weich. Boom, boom, boom. Ne? Und jetzt sieht man nämlich, wie man das Bild drastisch auf den Fokus lenkt auf eine Sache. Genau. So, ich meine, jetzt schalten wir nochmal unsere Sonne ein. Vielleicht legen wir unsere Sonne nochmal drüber. So, verändert sich gar nichts. Ha, richtig geil. So, und jetzt, jetzt kommt eigentlich die Zauberei. Und die Zauberei ist halt nämlich bei mir immer diese selektive Farbkorrektur. Die ist hier. Wenn ich jetzt schnell bewege, dann wird meine Maus groß. Also die ist hier. Und da kann man dann reingehen. Und dann kann man hier auch ein paar Sachen machen. Und zwar zum Beispiel in den verschiedenen Farben. Rottöne, Gelbtöne, Grüntöne, Cyantöne und so weiter und so fort. Weiß, Grau, Schwarz. Bei Weiß, Grau, Schwarz kann man nämlich auch am meisten machen. Und hier jetzt zum Beispiel kann ich jetzt sagen, oh, guck mal, ich möchte viel mehr Golden Light. Ich möchte viel mehr ein goldenes, bräunliches Licht mit dazu haben. Das möchte ich vielleicht mit dazu irgendwie, dass das präsenter wird. So, dann habe ich hier Gelbtöne. Natürlich sind auch Gelbtöne mit drin. Ne? Wenn ich da jetzt den Regler drehe, dann sieht man das. So zum Beispiel. Ne? Es ist dennoch ein bisschen zu farbenfroh, aber das machen wir gleich weg. Jetzt gehen wir die Grüntöne und die Grüntöne sind halt eher hier auf der rechten Seite. Wir schauen mal, was wir hier verändern können. Ah, nur so einen kleinen Streifen hier. Oh, passen wir mal auch an, dass das irgendwie so ein schöner Verlauf ist. Was auch geil ist, sind diese Light Rays. Und ich muss mal gucken, ob ich die später vielleicht so ein bisschen mehr rausholen kann. So, Cyan, das ist der Himmel oben meistens. Mal gucken wir mal, dass wir den auch so ein bisschen bläulich machen. Ne? Beziehungsweise, ihr seht, dass hier in dem Schatten ist sehr viel Blau drin. Wenn ich jetzt hier dran rumdrehe, dann verändert sich das von Blau auf Grün. Und wir wollen das, sag ich mal, eher ein bisschen grünlicher haben. Aber es ist ein mega geiles Bild. Dann gehen wir mal weiter in die Blautöne. Blau ist natürlich wieder Himmel. Und den tun wir jetzt eher Richtung auf die linke Seite hier ein bisschen drücken. Und dann gehen wir mal in Weiß rein. Und Weiß ist halt wirklich Weiß. Alles, was Weiß ist, wird dann hier getränkt in irgendeine Farbe rein. Und das ist ganz cool, weil dann können wir das nämlich auch hier ins Gelbe, Gelbliche tränken. So vielleicht. Vielleicht nicht so stark. Und dann machen wir das auch noch ein bisschen heller. Dann bekommt das auch noch ein bisschen Style hin. Und jetzt im Grau. Hier in den Grautönen kann man nämlich sehr viel verändern. Ihr müsst gucken, dass ihr das Ganze subtil macht. Das habe ich schon mal gesagt. Nicht zu sehr und nur so, dass das ausreicht. So. Und dann hellen wir das vielleicht noch ein bisschen auf. Und jetzt kommt der Clou. Im Schwarz würde ich das Ganze vielleicht in die andere Richtung drücken. Also vielleicht nicht ins Rot, sondern vielleicht dann ins Blaue oder sowas. Muss mal schauen, wo ist Blau? Blau, Blau, Blau. Hier ist Blau. So ist Blau. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das nur so leicht ins Blaue drücken. Jetzt mache ich das mal wieder hier so genullt. Wir drücken das leicht ins Bläuliche. Und Schwarz drücken wir mal wieder weg. Also wir schwärzen das eigentlich noch mehr. Wir tun das... gut löschen. Das brauchen wir nicht. Wir tun das Schwarze ein bisschen schwärzer machen, um das Blau ein bisschen dunkler zu machen. Und schon habt ihr von diesem Bild, was natürlich auch sehr, sehr geil schon ist, zu diesem, was mir jetzt persönlich besser gefällt. Wobei vielleicht doch ein bisschen viel Blau, muss ich jetzt ehrlich sagen. Und diese Kurven hier, sehe ich jetzt gerade, sind mir ein bisschen doch zu dunkel. Deswegen, ich möchte da ein bisschen mehr raus haben. Genau. So, und jetzt könnt ihr diese Light Rails hier zum Beispiel verstärken. Ja, wir möchten das jetzt so ein bisschen stärker machen. Was machen wir? Wir machen eine neue Ebene. Neue Ebene. Dann sagt er mir hier neue Ebene. Und diese neue Ebene sollten wir auf ineinander kopieren. Und dann mit neutraler Farbe für den Modus ineinander kopieren füllen. 50% Grau. Das heißt, er füllt ihn jetzt mit 50% Grau. An sich ändert sich da bei dieser Ebene nichts. Aber wenn wir jetzt, sag ich mal, also das ist die Technik Dodge and Burn. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Aber du kannst jetzt hier mit dieser Hand, wenn du da gedrückt hältst, dann hat man hier Abwedlerwerkzeug und Nachbelichter. Bei Nachbelichter wird das Ganze dunkler gemacht. Bam, 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 bam. Und beim
Abwedler wird das Ganze heller gemacht. Wir wollen ja das helle helle machen und das dunkler vielleicht dunkler machen. Und deswegen nehmen wir diese Light Rails jetzt und wir gucken, von wo sie kommen, von da und da. Und ich halte diese Shift-Taste gedrückt, dann macht er mir nämlich eine gerade Linie, weil Light Rails oder diese Lichtkegel sind ja meistens auch gerade. Ne? Die sind ja nicht, die fahren ja nicht schief, die fahren ja nicht so. Das geht ja nicht. Sondern die fahren gerade. Deswegen machen wir mal, dass wir von hier zum Beispiel zu hier, seht ihr? Von hier zu hier. Wir versuchen das so ein bisschen zu verstärken. Boom, boom, boom. Hier zu hier. Und vielleicht machen wir hier noch ein bisschen heller. So. So, machen wir das. Vielleicht ein bisschen kleiner. Hoppala, das war jetzt zu viel, ne? Da seht ihr ja, dass das gleich zu viel ist. Aber wir haben diese zwei Light Rails hier verstärkt. So. Also ihr braucht nicht hin und her zwischen den Werkzeugen. Hier mit der Maus klicken, sondern ihr könnt, wenn ihr den Abwedler habt, wenn ihr Alt gedrückt haltet, dann macht er den Nachbelichter, dann macht er den dunkler. Wenn ihr Alt loslasst, macht er wieder heller. Alt gedrückt halten, macht er wieder dunkler. So. Und dann könnt ihr hier zum Beispiel dunkel machen. Vielleicht ein bisschen größer. Machen wir den wieder zurück. Steuerung Z oder Command Z. Machen wir hier, upsala. Würde man ja dunkler machen. Hier machen wir dunkler. Wieder dunkler, dunkler, dunkler. So. Und schon sind diese zwei Light Rails ein bisschen mehr im. Kommen ein bisschen mehr zur Geltung. Wenn ihr jetzt nur diese graue Ebene anschaut, dann seht ihr, was wir auf der grauen Ebene gedacht haben. Wir haben auf der grauen Ebene weiße Sachen gemacht und schwarze Sachen und dunkle Sachen gemacht. Und wenn die halt, wenn das, diese graue Ebene halt mit ineinander kopieren drauf ist, dann, ja, dann macht er das hell und dunkel hier. Aber ich möchte das ein bisschen mehr subtiler machen, deswegen mache ich das nur so auf 50%. Nicht zu sehr, nur so ein bisschen. So, das war's eigentlich schon. Das ist ein super Bild, Yannick, das du da geschossen hast. Und ich hoffe, dir gefällt meine Bearbeitung. Golden Light sieht mega geil aus. Ich zeige euch jetzt mal das Before, also sprich, wie er das mir geschickt hat, wie er das geschossen hat, wie er das vielleicht gesehen hat. Vielleicht ist die Kamera auch irgendwie kalibriert oder anders eingestellt. Nichtsdestotrotz, das Bild, so sah es vorher aus und das haben wir draus gemacht. Also es ist schon ein gewaltiger Unterschied. Ne? Brutal. Gut, ich hoffe, euch hat diese erste Folge von Your Shot, My Edit gefallen. Und schickt mir gerne mehr Bilder. Hier ist die E-Mail-Adresse für Your Shot, My Edit, also edit@thisisstark.com. Könnt ihr gerne mir Bilder zuschicken und ich schaue mir sie durch und vielleicht bearbeite ich eins und das kommt vielleicht dann auch auf YouTube. Das nächste Bild, was ich auf YouTube bearbeiten werde, ist nämlich dieses hier. Ich weiß noch gar nicht, von wem das geschossen wurde. Hier habe ich nämlich schon auch eins bearbeitet. Ne? Sieht mega nice aus. Und das nächste Bild, das ich bearbeiten wollen würde, wäre, glaube ich, dieses Landschaftsbild. Oder wir nehmen diesen Hund. Weil da gibt es eigentlich nicht so viel zu machen. Das kann man gleich machen. Ne? In diesem Sinne, lasst ein paar Kommentare da. Abonniert den Kanal, wäre super geil, weil ich würde mich echt freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.